Gesund und schmackhaft essen. Neuer Chef im Halberstädter Amtskeller. Lutz Kocklin hat sein neues Betriebsrestaurant im Halberstädter Landratsamt eröffnet. Montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr ist der umgebaute und neu gestaltete Amtskeller sowohl für Mitarbeiter als auch für Gäste geöffnet. Also wir haben ja alle auch von der Kreisverwaltung einen sehr guten Eindruck vom neuen Betriebsrestaurant. Unsere Absicht ist es ja, hier auch unseren Mitarbeitern als Arbeitgeber eine gute Verpflegung in den Morgenstunden und zum Mittag anzubieten. Und wir stellen auch fest, dass es sehr gut angenommen wurde und auch im Vergleich zu vorher deutlich höhere Beteiligung der Mitarbeiter hier ist. Essen in Kocklins Amtskeller bedeutet, in angenehmer Atmosphäre bei schmackhaften Gerichten einmal abzuschalten und die Pause zu genießen. Die neue moderne Ausstattung mit dekorativer Gestaltung passend zur Jahreszeit sowie auch der kleine Pausenklatsch sorgen für ein entsprechendes Wohlfühlklima. Lutz Kocklin bringt seine langjährige Erfahrung als Küchenchef und die Liebe zum Beruf hier in Halberstadt ein. Ja, ich habe als Kind schon immer gerne bei meiner Oma in die Kochtöpfe geschaut und habe mitgeholfen, wo ich nur konnte. Ich habe in der Schulzeit, in der Ferienzeit, in der Gastronomie gearbeitet, überall ausgeholfen. Und da ist es natürlich nicht weit hergeholt, dass ich meinen Beruf als Koch wähle. Ich habe eine Kochlehre gemacht in Wernigerode im Ratskeller. Ich habe verschiedene gastronomische Einrichtungen gearbeitet, meine Erfahrungen dort gesammelt und war nachher Gastronomieleiter in der Fachklinik Teufelsbad. 13 Jahre und dann Betriebsleiter in den Diakoniekliniken in Elbingerode. Und dann kam die Möglichkeit, hier im Landkreis Halberstadt den Amtskeller zu eröffnen. Und da ich gerne koche, gern kreativ bin, gern auch am Herd stehe, habe ich den Mut gefasst, doch hier den Amtskeller zu eröffnen. Mit einem besonders abwechslungsreichen Frühstück ab 7 Uhr kann der Start in den Tag erfolgen. Den Salatteller stellt sich jeder nach seinem Geschmack zusammen. Frisches Obst, Gemüse sowie Kräuter sind es, die zum Beispiel das Frühstück zu einem Höhepunkt werden lassen. Frisch gebackene Brötchen und die kleinen Extras werden gern angenommen. Als erfahrener Küchenchef weiß Lutz Kocklin, das Auge isst mit. Also zum Frühstück bieten wir belegte Brötchen, ein kleines Frühstücksbuffet. Dienstags machen wir frisch live Rühreier mit Bacon oder auch nur mit Kräutern. Donnerstags machen wir Omelettes mit verschiedenen Füllungen, ganz nach Bedarf, ganz was der Gast möchte. Wir bieten Kaffee natürlich an, wir bieten süße Sachen an und auch Joghurt. Zum Mittagessen habe ich 4 Gerichte täglich im Wechsel. Die Preisspanne von den Gerichten beträgt zwischen 1,50 Euro bis 5 Euro pro Person. Ich versuche klassische Gerichte, regionale Gerichte und auch ein bisschen so mediterrane Gerichte mit anzubieten, abwechselnd auch ein bisschen ausländische Sachen wie asiatisch oder indonesisch, thailändisch ist auch mit im Programm drin. Der 53-Jährige hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er hat sein eigenes Betriebsrestaurant eröffnet. Gemeinsam mit 3 Mitarbeiterinnen bewirtschaftet er den Amtskeller und bietet ein breites Speisensortiment an. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Davon können sich seine Gäste Tag für Tag überzeugen. Von 11 bis 14 Uhr wird Mittagessen angeboten. Der Speiseplan hat für jeden etwas. Ob für den kleinen Hunger oder für den großen Appetit. Ob vegetarisch oder mit Fleisch. Hier findet jeder das Essen nach seinem Geschmack. Einmal in der Woche beim Frontcooking kann der Gast die Zubereitung der Speisen live erleben. Am Freitag wählen die Gäste ihr Lieblingsessen aus unterschiedlichen Angeboten. Das sogenannte Beamtenbuffet ist sehr beliebt. Auch die zahlreichen Salate und Dessert-Variationen werden gern angenommen. Wer nicht im Restaurant essen möchte, der kann natürlich auch sein Essen mit nach Hause nehmen. Ich bin täglich hier und genieße es sehr, dass ich auch gar nicht auf den Speiseplan schauen muss, sondern immer weiß, dass es etwas gibt, was mir auch gefällt.
Es sind die Kreativität und die frischen kulinarischen Ideen, die die Gäste beeindrucken. Die wöchentlichen Speisepläne können auch im Internet zu jeder Zeit eingesehen werden. Das Angebot von Lutz Koglin ist jedoch noch viel breiter. Bis zu 150 Personen bieten wir Caterings an, Betriebsfeiern, private Feiern. Ich mache auch Outdoor-Catering, also wenn jetzt zum Beispiel ein Geburtstag im heimischen Garten gefeiert werden soll. Ich bringe das komplette Equipment mit und koche live vor den Gästen. Ich habe auch die Möglichkeit, als Mietkoch zu arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel Feierlichkeiten sind mit den Gästen zu Hause, schaue ich mir die Küche an und bereite dort ein 3-, 4-, 5-, 6-Gänge-Menü mit den Gästen zusammen zu. Und wir unterhalten uns darüber. Ich erkläre die Nahrungsmittel. Natürlich dürfen die Gäste dann mithelfen, ein bisschen schneiden, ein bisschen garen, ihre Erfahrungen mit hineinbringen. Das wird immer ein toller Abend, ist das, der sich bis in die Nacht hineinzieht. Und es ist immer mal was anderes. Weiterhin natürlich auch Geburtstagscatering, Hochzeiten, in allen möglichen Bereichen bin ich unterwegs und biete das an. Von seinen Kunden hat er nur positive Resonanz erhalten. Begeistert sprechen sie auch über das Kochen im Kreis von Freunden und Familie. Wir haben dann eben so eine Art Sommerfest, Brunch gemacht und er hat ein Live-Kochen veranstaltet. Und ja, es war einfach super. Sehr frische Sachen, mediterran. Vor allen Dingen, hat sehr gut zum Sommerfest gepasst, frische Salate, gegrillte Sachen, ja, alles was so der Topf und die Pfanne hergab, ja, also sehr mediterran. Zufriedene Gäste, das ist Lutz Koglins Aushängeschild. Für jeden steht der Amtskeller offen. Und wer ein leckeres Essen zum kleinen Preis haben möchte, der ist hier genau richtig. Wer eine Feier plant und geschmackvoll zubereitetes Essen bevorzugt, der ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse.